herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um Amber 21 von David Heinzons Parfümlabor. Handmade heißt das. Ich wusste gar nicht, dass er so eine Abfüllung mir schickt. Also er hat es von sich selber zugeschickt. Anfang Januar habe ich es erhalten. Ich habe es natürlich gleich geschnuppert. Wie üblich. Dieses Fläschchen lagert schon fast 3 Monate bei mir. Und jetzt hat sich's aber deutlich verändert. Es ist ein sehr komplexer Duft. Es muss getragen werden. Dieses nur Geschnupper bringt nicht viel. Damit es auch getragen werden kann, muss man auch Amberdüfte mögen. Sehr fruchtige Ambernoten. Das ist so gegorene Obsttopf im ersten Schnuppern. Wenn ich jetzt so dieses Fläschchen jetzt rieche, nach 3 Monaten hat sich das auch ein Hauch gelegt. Es war am Anfang sehr anstrengend. Also für meine Nase war es sehr anstrengend. Ich mag, ehrlich gestanden, Amberdüfte mag ich nicht so extrem. Also das ist jetzt nicht mein favorisierte Duftrichtung. Ich bin auch nicht der größte Amber-Experte. Ich habe so ein paar Düfte, die mir sehr gut gefallen. Es ist zu komplex. Also dieses Video würde jetzt 6-7 Stunden dauern, bis ich da überhaupt alle Sachen aufgezählt habe. Ich habe diesen Duft auf der Haut getragen. Ich habe es auf Servietten getestet. Ich habe die Haltbarkeit getestet. Das mache ich immer wieder. Ich teste die Haltbarkeit einen Hauch anders. Also ich kann manche Düfte manchmal auch nicht auf meiner Haut riechen nach einer gewissen Tragezeit. Das habe ich für mich selber mit Experimenten herausgekriegt, wie ich meine Haltbarkeit testen kann. Also die Haltbarkeit von einem Duft. So, bevor ich ewig alles erzähle, was mir einfällt, möchte ich mich bei David bedanken. Lieber David, vielen, vielen Dank, dass du mir dieses Fläschchen, also Flakon-Abfüllung zugeschickt hast. Ich habe auch jetzt sehr lang gebraucht. Ich habe auch kein Feedback hinterlassen bei dir. Nur ganz kurzen hatten wir mal so einen kurzen Unterhaltung per Nachricht, aber mehr war jetzt nicht. Ich habe mir ein Screenshot gemacht von seinem Duft Vorstellung. Die Duftrichtung ist Amber, fruchtig, holzig, da stimmt, also absolut. Die Kopfnote Grapefruit, weiß, pink, orange, süß, Gewürze, Metall. Also dieses fruchtige Orange, Grapefruit, rieche ich nicht raus. Also ich liebe Grapefruit-Düfte, ich liebe Orangenblütendüfte, Orangensüße. Die rieche ich nicht raus beim ersten Schnuppern. Meine Nase ist auch, glaube ich, so nicht geprägt, wie dieser Duft jetzt als Pyramide dasteht. Herznote, fruchtige Akkorde, Jasmin, also der Jasmin, was da drin ist, klasse. Den riecht man auch gut raus, ist ein sehr besonderer Jasmin. Styrax mag ich als Duftkomposition, das macht diesen harzigen, greifer, also stabilisierenden Duft. Also du riechst es in der Herznote, in der Kopfnote nicht. Nein, das ist eine ganz spezielle Duftpyramide, komme ich auch gleich nochmal, aber ich möchte euch das noch aufzählen. Basisnote Amber Vetiver. Ja, dieser Vetiver ist kräftig, Sandelholz, ja. Und dann ist eine ganz besondere Moschusnote, ich kann es nie richtig aussprechen, aber ich versuche es nochmal. Mission. Ich habe es versucht, aber ich gebe es auf. So, jetzt kommen wir mal zum Duft. Wenn du das jetzt aufsprühst, der erste Aufsprüher ist sehr fruchtig, zitrisch, dann kommt so ein Obstkorb, ich rieche Cherry raus, also so einem, für mich rieche ich das so nach einem Cherry, also aber eine saure, unsüße Cherry, also die so fast beim Kippen ist, also die ist so fast beim
Und dann riechst du Hölzer, Lavendel. Also für mich riecht es so nach Barbershop leicht. Du riechst den leichten Vetivergeruch. Das dauert sehr lang mit der Kopfnote. Also man riecht diese harzige Vanillenote raus. Damit du diesen Duft so ein bisschen schätzen kannst, müsstest du ein Amber-Fan sein, Likör-Fan, also du müsstest so ein Obst-Schnaps mögen, auch Alkoholgeruch im Parfüm. Das wird jetzt nicht jedem Zuschauer oder Liebhaber, Parfümliebhaber taugen. Für mich persönlich auch nicht tragbar. Für mich riecht das sehr stark Vintage. Das sind meine persönlichen Empfindungen, David, sei mir bitte nicht böse. Es riecht halt sehr erwachsen, sehr Nische, aber in einer Nische, wo nicht jetzt Mainstream oder, also es ist so eine tiefe, tiefe Nische, wo man Amberdüfte mag, Kunstwerke mag. Das ist jetzt nicht gerade, wo man sagen kann, oh, jetzt liebe ich den Duft. Nee, den muss man tragen, sehr lange tragen. Und die Duftpyramide verhält sich auf der Haut ganz anders. Ich suche schon die ganze Zeit mit meinem Auge meinen Schal. So, das ist meine Vorbereitung. Das ist meine Vorbereitung. Doch, das war unter meinem Popo. Das riecht so gut. Das riecht so gut. Nach 2 Wochen hat sich das so gelegt. Also ich habe diesen Schal jeden Tag geschnuppert. Jeden Tag. Irgendwann war das ein sehr starker Lavendelholz-Vetiver-Duft. Dann nächsten Tag war das Moschus, Amber, bisschen süß. Die fruchtigen Noten waren weg. Dann kam der Jasmin, den Jasmin riechst du immer noch. Das ist ein außergewöhnlicher Duft, der für Parfümliebhaber viel zu viel Zeit braucht. Wie soll ich das sagen? Es gibt hier verschiedene Aufbautypen von Parfüm. Manche sind so facettenreich. Du schnupperst und bekommst viel von der Kopfnote auf einmal, dann riechst du einen Hauch von der Herznote, manchmal sogar Basisnote. Dann hast du einen typischen Pyramidenduft, das ist ein typischer Pyramidenduft, aber der viel Zeit braucht, also sehr viel Zeit braucht. Dann gibt's so Düfte, die so kommen und gehen, also ich kann es gar nicht beschreiben, so wie eine Welle. Ja, die kommt hoch, die kommt runter und dann bekommst du einen Duftaroma, die einen sehr schön überrollt und dann legt sich das bei einem Duft. Das ist halt für uns normale Parfümliebhaber, die so Düfte tragen, die während dem Tag, also während 24 Stunden ihre Facetten entblößen, ja, und du bekommst dann so einen Duft, der wirklich Tage braucht, der sich dann entwickelt und dann auch sich lieblich macht. Ja, es ist so, das Wort lieblich. Ich kann den Duft nicht lieben, ich kann den Duft nicht richtig mögen, weil es auch nicht so meine Duftrichtung ist. Es muss ein richtiger Fan den Duft tragen, damit er mein Schatz wird. Also ich hoffe, ich konnte es euch irgendwie erklären. Dieser Schal hatte wirklich viel Geschichte, hat viel mitgemacht. Die Haltbarkeit, Performance, sehr, sehr gut. Meine Lieblingsart von Duft, der einen umhüllt, aber die anderen nicht erschlägt. Die Preisklasse kann ich gar nicht so richtig mitreden. Ich glaube, das kostet, glaube ich, so um die 30 Euro. Ob es überhaupt vermarktet wird richtig, weiß ich auch nicht. Ehrlich gesagt, habe ich mich damit jetzt auch nicht befasst. Ja, Preis-Leistung habe ich erwähnt. Dann die Duftrichtung, also der Kompass. Ich habe es ja gesagt, ganz am Anfang, der Duft hat so einen Dufteindruck, was Vintage wirkt für mich. Was reif, sehr gediegen, sehr hoch, so sehr reif, sehr
gebildet, also so ich sehe das in einem Kunstwerk eigentlich, also so sehr abstrakt. Ich kann mir jetzt gar keine Zielgruppe, ob jung, alt, kann ich gar nicht sagen. Das ist ein sehr vintage. Also ich sage, das Wort fällt mir immer wieder vintage ein. Also ich kann da gar nicht eine Zielgruppe erwähnen. Ja, das ist eigentlich mein Fazit. Mehr kann ich gar nicht darüber sagen. Ich habe lange gebraucht, diesen Duft kennenzulernen. Und ich habe auch versucht, diesen Duft zu mögen. Und es hat nicht geklappt, muss ich ehrlich gestehen. Also ich mag den Duft als Dunst, ich sag das so oft, als Kunstwerk. Aber so persönlich nicht. Also nein, es wäre jetzt auch nicht meine Kunstrichtung, sagen wir mal so. Ja, das endet zu negativ, habe ich das Gefühl, aber das muss ja nicht sein. David hat ja den Namen Amber 21 genannt. Vielleicht macht er ja uns einen Rosenduft Nummer 15 oder er macht einen Sandelholz Nummer 7 oder er macht einen, was gibt's noch sehr schön, Tabakduft. David, bleib bitte noch dran, entwickle bitte noch Sherry, entwickle bitte noch Vanille, entwickle bitte für mich noch Jasmin, das kannst du, das weiß ich, dann entwickle bitte für mich noch Rose, dann würde ich auch sehr, sehr gerne so einen richtig schönen Damen-Unisex-Duft riechen, Tabakduft. Ich freue mich auf die nächsten Kreationen. Nur weil dieser Duft jetzt nicht nach meinem Gusto ist, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Ich bedanke mich trotzdem und hoffe, dass ich die nächsten Düfte auch testen darf. So, meine lieben Damen und Herren, ich verabschiede mich natürlich bei euch auch. Ich hoffe, dieses Video war informativ und ich wünsche euch Gesundheit. Bleibt gesund. Es werden wunderschöne Tage hoffentlich. Ich sehe schon Sonnenstrahlen, witzeln uns alle nach draußen. Aber bitte gibt's Acht auf euch. Ich verabschiede mich immer mit einem Küsschen. Das bleibt auch so. Und ich sage Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Ciao.